SpongeBob.exe versus Godzilla. Wer wird den Kampf gewinnen? Guck dafür das Video bis zum Ende. Ein schöner neuer Tag in dieser Minecraft-Welt. Guten Morgen, Bernd. Was geht bei dir so ab? Alles gut? Yo, lasst sofort ein Like und auch ein Abo da. Leute, ihr habt die gehört. Lasst mal direkt ein Like und Abo da. Sag mal, ganz schön belebt hier direkt, ne? Auch direkt in der Kiste. Okay, da ist, wo ist denn? Das glaube ich nicht. Wo ist mein Handy hin? Ich habe mein Handy hier noch gestern Abend erst reingepackt, sag mal. Handy? Hast du vielleicht mein Handy gesehen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sollte ich nicht eine Kuh sowas tragen. Hier sind auch so komische Items auf dem Boden. Weißt du vielleicht, wo mein Handy ist? Ich habe das doch hier eben gerade, beziehungsweise gestern Abend hier erst reingepackt. Hier ist es auch nicht. Hey Jungs, was geht? Weiß einer vielleicht von euch, wo mein Handy ist? SpongeBob.exe hat es geklaut. SpongeBob.exe? Okay, wo finde ich den denn jetzt? Okay, einfach so SpongeBob als riesiger Roboter oder was? Du hast doch locker mein Handy hier drin eingesperrt. Sag ganz ernst, okay? Hast du anscheinend nicht. Weißt du vielleicht, wo mein Handy ist? Bist du dumm oder was? Er hat doch eben schon gesagt, SpongeBob.exe hat es geklaut. Ja, das ist ja schön, das weiß ich jetzt auch. Aber wo ist denn SpongeBob? In einem ganz entfernten Land. Geh am besten mal durchs Netherportal. Durchs Netherportal. Okay, ja, vielen Dank, Jungs. Probiere ich aus. Jetzt hat SpongeBob.exe mein Handy geklaut. Aber ich frage mich gerade, wo komme ich hin, wenn ich hier durchs Netherportal durchgehe? Egal, wir probieren es mal aus. Oh, yo, wo bin ich denn jetzt gelandet, sag mal? Ist hier etwas SpongeBob.exe? Das sieht cool aus. Was ist das da oben drauf? Das sieht aus wie eine Kugel, die ich runterrollen kann von dem Berg. Wo bin ich, sag mal? Das ist ja hier voll die verrückte Welt geworden, sag mal. Aber anscheinend finde ich hier irgendwo mein Handy. Naja, dann haltet mal bitte die Augen auf. Irgendwo hier muss es ja nun mal sein. Also ich meine hier oben, unter dem Baum versteckt, das kann auch sein. Vielleicht komme ich ja mit diesem Auto auch diesen Steinberg da hoch. Guck mal, da muss man sowieso hochkommen irgendwie. Wenn ich vielleicht mit ganz viel Geschwindigkeit... Oh Gott, jetzt liege ich hier fast schon um. Wenn ich mit ganz viel Geschwindigkeit hier hochfahre... Ja, das sieht gut aus. Nach oben! Warte mal ganz kurz. Ich muss hier noch rüber. Ja, okay, mein Auto, das ist... tut mir leid, das Auto, das ist Schrott. Aber jetzt bin ich schon mal hier oben. Was haben wir hier? Sag mal, Krabbenburger? Okay, also das kann ich nicht so ganz glauben. Und ein leckeres Getränk, sag mal, das sieht gut aus. Das trinke ich doch direkt mal rein da. Oh, ich bin ganz verschwommen, sag mal. Sehen aber gut aus, die Krabbenburger, ne? Kann man sagen, was man will. Ich fliege, glaube ich, mal mit der Drohne ein bisschen rum. Gucken wir mal. Seht ihr hier irgendwo SpongeBob da unten am See jetzt irgendwo? Nee, ne? Aber guck mal, soll das Thaddäus Haus sein? Sieht auch ein bisschen so aus wie Thaddäus Haus. Was ist das denn da? Das ist was Gelbes, aber das ist nur ein Bagger. Das muss ich gleich nochmal angucken. Was kommt denn da noch alles? So ein Lager? Was ist hier alles? Da ist ja noch eine ganze Stadt da hinten. Okay, dann fliegen wir... Warte mal, ein Bunker? Oder was ist das hier? Das ist ein Bunker, da geht's rein. Warte mal. Oh, Hilfe! Da fliege ich mal rein. B2. Kann man da rein? Da kann man rein. Das ist hier ein Bunker. Yo, da müssen wir gleich mal gucken. Ich fliege mal lieber wieder raus hier. So, okay, alles gut. Und hier oben diese Kugel. Kann ich die... Nein, das glaube ich nicht. Ich kann die Kugel runterrollen lassen mit der Drohne. Guck mal, die Kugel fällt ins Haus. Oh Gott, auch nicht schlecht. Naja, okay, da oben ist die andere Kugel. Dann gehe ich mal nach ganz oben. So, zack, hauen wir die auch nochmal runter. Aber unten im Bunker, da ist doch locker SpongeBob unten drin, oder was? Vorsicht, Kugel rollt. Oh nein, nicht auf die Krabbenburger. Nicht auf die Krabbenburger. Oh Gott, nein, die ganzen Krabbenburger, sie sind alle runtergefallen. Na gut, aber nicht schlimm. Egal, ich habe gerade sowieso keinen Bock darauf. Deswegen gehen wir mal hier in den Bunker rein und gucken mal, was wir hier sehen. So, hier unten. Okay, und Eingang. Alles klar, aber ist jetzt hier irgendwo... Warte mal, hier sind so Türen. Hier vielleicht drinne? Wow, das sieht fast so aus, als würde hier jemand wohnen. Guck mal hier, das sind Betten. Das ist ein stinknormaler Bunker. Hier schlafen noch irgendwelche Leute. Wo geht es hier hin? Hallo, bitte einmal aufmachen, danke. Hier geht es sogar noch weiter runter in den Bunker. Mhm, und hier? Hier können wir durch diese Tür durch. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt hier der Weg nach draußen ist, ehrlich gesagt. Aber, nee, Sackgasse. Kann sich auch nicht nach unten durchgraben. Ich markiere mir hier mal kurz, dass ich hier schon mal war. So, ich denke mal, das sollte man jetzt sehen. Was genau ist das jetzt hier? Guck mal, das ist hier so ein richtiger... Was ist das, so ein Lagerraum? Könnte sowas sein, ne? Oh Gott. Oh nein, jetzt läuft es hier voll mit Wasser. Alles gut. Ich will das hier nicht mit Wasser füllen. Dann machen wir mal hier die Kettensäge und...
Tubesägen hier einmal komplett überall rein, aber warte mal, die Wasserleitung, ja, ist jetzt, die ist jetzt kaputt. Oh Gott, es füllt sich jetzt wirklich mit Wasser. Ich sollte hier mal lieber abhauen. Hier durch. Okay, das funktioniert nicht. Dann hier oben durch. Das funktioniert. Okay, raus jetzt hier, raus hier. Ich glaube, ich sollte mal echt abhauen aus dem Bunker. Ist das hier der Weg nach draußen irgendwo? Ja, hier ist so eine Glasscheibe. Oh, hier ist ein Aufzug. Ich dachte auf. Okay, wo geht's jetzt hin? Yo, ich bin... Hilfe! Wow, Alter! Ich bin vom Himmel gefallen. Ich konnte gerade noch so rausspringen. Ihr habt es ja selber gerade gesehen. Alter, auf einmal falle ich vom Himmel im Aufzug. Das war ja wie bei Charlie und die Schokoladenfabrik. Und guck mal, was ist da hinten für ein Haus? Das sieht auch cool aus. Ist hier vielleicht das Haus von SpongeBob? Ist das hier Bikini Bottom? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Sag mal, aufmachen! Geht das? Funktioniert nicht so ganz. Was ist das denn da? Das ist echt SpongeBob! Oh Gott. Hallo SpongeBob. Und was ist das da oben? Ein Sendemast. Hallo SpongeBob. Hallo, wie geht's dir? Ich bin hier drüben. Mir hat jemand gesagt, dass du mein Handy genommen hast. Ich möchte das jetzt bitte wieder haben. SpongeBobby? SpongeBob! Hallo! Was ist los mit dem? Wieso guckt denn auch der eine Arm nach ganz hinten? SpongeBob? Das sieht so aus, als wäre der eingefroren oder sowas. Ja, guck mal, mit dem stimmt doch irgendwas nicht. Oh Gott, Leute, er hat sich, glaube ich, befreit, ne? Oder was? Okay, das war nur eine Attrappe. Da ist der eigentliche SpongeBob und der haut hier sogar die Bäume kaputt. SpongeBob! Oh Gott, wo war jetzt hier Sendeturm? Ich wollte jetzt gerade in den Sendeturm rein. Da ist der. Okay, da vorne. SpongeBob, hallo, du hast mir mein Handy geklaut, glaube ich. Hier, die Forzkanone. Du stinkst, SpongeBob, du stinkst. Du brauchst gar nicht mehr in die große Krabbe reingehen. Oh Gott, bringt das was? Kann ich hier in den Turm rein? Ja, das funktioniert. Aufmachen und nach oben. Okay, und nach oben. Das muss ich hier mal kurz nach ganz oben machen. Okay, ganz oben. Jetzt bin ich hier. Aha, so ein kleines Guckloch. Oder das ist ein Knopf. Was passiert, wenn ich darauf drücke? Mal machen. So, wow. Wo bin ich jetzt gelandet? Oder hat das überhaupt was gebracht? Hat das überhaupt was gebracht? Ich mach mal hier eine Taschenlampe an. Ich höre hier auf jeden Fall was. Oh, erstmal nach ganz unten. Hier, bitte. Yo, einmal nach ganz unten durchbauen, bitte. Yo, danke. Hier geht's runter. Sehr schön. Ich muss hier nämlich auch lang. Da war... Wow! Was ist jetzt los? Ist der ganze Turm gerade eingestürzt? Ich will jetzt hier nur noch raus. Ich will jetzt hier nur noch raus. Der Turm kippt um. Raus hier. Oh Gott, Leute. Ey, darf ich bitte mal raus hier? Danke. So. Alter, ich bin einfach... Ich bin wieder in einem anderen Wald. Aber hier ist auch SpongeBob. Was ist das? Oh mein Gott, Godzilla, was macht der denn hier, sag mal? Oh Gott, und er kommt auf mich. Okay, warte mal, ich kann vielleicht Godzilla so locken, dass der gegen SpongeBob kämpft. Dann kann ich ja SpongeBob killen, dann kriege ich mein Handy zurück. Das müsste funktionieren. Guck mal, da oben sind auch die Bälle wieder, okay. Hallo Godzilla und hallo SpongeBob, ihr beiden. Alles gut, was bringt das hier? Bringt das was? Wow, okay, damit kann ich auf jeden Fall den Baum anzünden. Hallo Godzilla, alles gut bei dir? Hier hinten bin ich. Hihi, du kriegst mich sowieso nicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, wer die Kanone? Oh Gott, hier, Godzilla, hier bin ich. Ja, auf SpongeBob jetzt. Ja, weiter, weiter, weiter. Yo, er hat gerade... Oh, okay, jetzt beim nächsten Schuss. Ja, SpongeBobby, alles gut. Jetzt beim nächsten Schuss, wenn Godzilla das nächste Mal schießt. Alter, SpongeBob komplett am Durchdrehen. Jetzt, Godzilla. Godzilla, jetzt schieß auf mich. Mach los. Das könnte klappen. Das könnte wirklich funktionieren. Da macht er. Rüber, 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 rüber. Bei SpongeBob unten hin, los, schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott, SpongeBob schießt auf einmal mit Feuer los. Auf damit da, SpongeBob. Oh mein Gott, Gott, was? Was? Hä? Was passiert hier gerade, Leute? SpongeBob, der ist hier auf einmal hingeflogen. Sag mal, ist der auf der Bananenschale ausgerutscht oder was? Godzilla schießt schon wieder auf mich. Ey, ihr Bein, hört mal sofort auf damit. Au, das tut weh, das brennt. Ich kann dir nur eine Falle locken. Ich kann dir nur eine Falle locken. So. Jawoll, tritt rein. Okay, das hat jetzt nicht so viel Schaden gedacht, wie gebracht, wie ich eigentlich wollte. Was habe ich noch so für eine Kanone? Au! Aufhören! Warte mal, dann vielleicht die Angriffsdrohne. Okay, jetzt auf Godzilla. Boom, 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 boom. Nochmal, 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 nochmal. Vielleicht bringt das was. Auf SpongeBob, auf SpongeBob. Oh Gott, das bringt auch nichts. Okay, Leute, was kann ich nochmal? Ich könnte allerhöchstens noch Feuer aktivieren. Gott, nochmal auf Godzilla rauf. Bam! Na komm schon, mach! Los! Oh mein Gott, geht Godzilla kaputt davon? Oh mein Gott, das macht ihm ja gar nichts an, sag mal. Jetzt hier auf SpongeBob dann aber. Bam! Sehr schön. SpongeBob, gib mir mein Handy zurück. Ich muss Godzilla irgendwie einen Zaun halten. Warte mal, vielleicht habe ich hier ein Seil. Und kann Godzilla mit der Kettensäge auch noch hier kaputt sägen? Vielleicht bringt das was? Bringt gar nichts. Okay, unzerstörbar. Dann warte mal mit dem Seil, mit dem Seil. Warte mal, ich zeige mal. Festmachen und auf den Boden. Oh, das ist gut.
Oh, das ist sehr, sehr gut, glaube ich. Und auf dem Boden. Ja, Gotzi, was willst du jetzt machen, hä? Keine Chance mehr. Und jetzt noch SpongeBob hier. Der hat nur noch ein Bein. Sehr gut. So wie ich wollte. So wie ich wollte. So, Spongy Bobby. Alles klar, du brauchst mich gar nicht greifen. Ich feuer hier nämlich auf dein Bein rauf. Und zwar mit dem Among Us Launcher. Wow. Okay, die Among Us Figuren werden auf jeden Fall nicht von Launcher kaputt gemacht. Leute, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich hier gegen SpongeBob kämpfen soll. Godzilla läuft auch rum. Aber irgendwie, oh mein Gott, wie sieht SpongeBob aus? Der sieht ja richtig aus wie so ein SpongeBob-Roboter, ne? Wie SpongeBob.exe oder sowas. Leute, ich kann hier nur noch eine Bombe dran machen. Godzilla ist abgehauen. Ich habe hier noch so ein Getränk von oben von den Krabbenburgern. Vielleicht bringt das was, wenn ich das trinke. So, okay. Und jetzt, warte mal, wie war das jetzt nochmal? Okay, ich bin ganz schnell. Hier ein paar Bomben hinlegen. Okay, okay, könnte klappen, könnte klappen. Jetzt da durch, da. Drauffeuern, drauffeuern. Wo habe ich denn die Kanone? Jetzt, bam! Das war das zweite Bein von SpongeBob. Jetzt kannst du nicht mehr laufen, hä? Jetzt guckst du komisch. Ich habe noch mehr Kanonen, warte mal. Hier, die hier. Zack, an seiner Hose. Oh mein Gott, das überlebt er niemals. Wow, er schießt völlig mit Feuer um sich. Okay, hat das Schaden gemacht? Hier oben, hier oben, hier oben, hier oben, hier oben. Auf die Augen, auf die Augen, auf die Augen. Terminator SpongeBob. Boom. Sehr schön. Das war's mit ihm. Und jetzt gucke ich nachher, ob er mein Handy hat. So, mal gucken. Oh Gott, er lebt wieder. Oh Gott, aber ich sehe es auch nicht, das Handy. Er kann es anscheinend nicht haben. Mann, dann muss ich wieder nach Hause, schnell. Wie bin ich nochmal hier reingekommen? Durch dieses Haus hier, ne? Ich hoffe, jetzt ist hier ein Nether-Portal. Bitte nach Hause einmal. Danke. Natürlich kein Portal. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder zurück nach Hause entkommen kann, Leute. Ich hoffe, dass ich jetzt hier... Warte mal, da hinten ist so ein Haus. Da oben drauf, seht ihr das? Das Baumhaus. Vielleicht komme ich da ja nach Hause. Da steht auch SOS drauf. Also ich glaube, SpongeBob hat mein Handy mittlerweile nicht mehr. Die Villager haben irgendwie Müll erzählt. Dann muss ich mal gucken, ob ich hier oben... Mann, das kenne ich doch hier, das Haus. Da oben das Baumhaus, da will ich rauf. Und Sprung. So, und jetzt vielleicht, wenn ich da drauf drücke, mal gucken. Wow. Wow. Wo bin ich raus? Lol. Ich bin bei meinem Nether-Portal rausgekommen. Und guck mal, ganz viele Steves. Ey, die Villager schnappe ich mir jetzt auf jeden Fall. Guck mal, sogar Diamanten da unten. Ne? Wenn ihr wollt, dass ich mal eine Minecraft-Folge mache hier in Tierdau, dann lasst doch mal ein Like und auch ein Abo auf dem Kanal da. Also mit denen habe ich noch ein Wörtchen zu reden. So, ihr beiden. Mein Handy war da hinten nicht in der Kiste. Und und SpongeBob hatte das auch nicht, ne? Ich wollte es nur mal sagen. Da sage ich nur den hier, bam! Einmal kurz den durchgesickt und den hier, so! Nehme ich halt sein Handy. Ich glaube mir das Handy von den Villager, Leute. Wenn es euch über mein Video respekt, dann mal ein Like oder eine Tube gefallen. Gucken wir jetzt von diesen beiden Videos bis zum Ende. Es lohnt sich. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen wunderschönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao!